Hallo Franziska, ich zeige dir jetzt in einem kleinen Movie, wie man die Adresse verändern. Die Adressen sind ja da bei den Unterstützern und bei den Privatpersonen. Und es geht darum, wie man die ergänzen und redigieren. Grundsätzlich gehst du zuerst ins Backend, das heißt in die Hinterseite von der Webseite, wo man die verwaltet. Und für das gibst du bei der Internetadresse slash wp-admin ein. Und dann habe ich für dich ein Login erstellt. Das heißt Franziska Jorger. Und das Passwort ist nicht da, sondern das ist Hohenrein. Underline 6276. Also, du hast gesehen, wir haben hier voran ein WP-Admin eingegeben. Das hat es jetzt weitergeleitet auf die Adresse. Das ist okay. Wir geben Benutzernamen und Passwort ein. Könnt da von mir aus gerne angemeldet und es tun uns anmelden. Und jetzt kommen wir in die Rückseite vom Web. Ich kann da oben wieder zur Webseite. Wenn ich da drauf gehe und mit der rechten Maustaste in neuem Tab öffne, ich tue da schnell das zu, so, dann bin ich da auf der Webseite und da im Backend. Und du siehst, die Webseite hat jetzt da einen schwarzen Balken bekommen, das heißt, wir sehen das Frontend und sind angemeldet. Das brauchen wir nachher, wenn wir nachher das kontrollieren wollen. Und wie tust du jetzt das ändern? Die Adresse, das ist die jüngste Funktion, die ich nicht jetzt alle erkläre, sondern da hat es eigentlich das Tool Table Press. Und du siehst, wir haben zwei Tabellen da drin, Stiftungen und Adresse, Genossenschafter, wobei da auch Gönner drin sind und gehen da auf Bearbeiten und haben da Tabellen, wo die Adressen drin sind. Und das Einfachste ist, du tust eigentlich da eine markieren und sagst, gewählte Zelle duplizieren, Zeile duplizieren, also nicht eine Spalte, sondern mit einer Zeile duplizieren. Und jetzt habe ich das da drin und ich kann da sagen, Test Nachname. Test Vorname. Du sollst beschreiben und du das speichern. Änderung speichern. Erfolgreich gespeichert. Und ich tue da noch sortieren nach dem Nachnamen. Erst dann wird es alphabetisch dargestellt. Also schnell kontrollieren. Genau. So. FGIQLN OPQRS. Test Nachname ist da drin. Gespeichert haben wir. Und eigentlich können wir jetzt schon ins Front, wenn man speichert, das nochmal speichern wegen der Sortierung. Jedes Mal, wenn man speichert, tut es eigentlich auf den Server speichern. Und der Webseite, wenn man die lädt, also ich mache jetzt dann Reload, dann tut es auf dem Server das aufladen, oder? Und das heisst, jetzt sagt das aktuell sein. Das heisst, wenn ich da auf Privatpersonen gehe, dann müsste da mein Test drin sein. Ja, ich kann noch PQRS. Test Nachname, da ist er drin. Ja. Ich tue jetzt das wieder rückgängig machen. Gehe dann wieder auf Tab und gehe auf Test Nachname und gewählte Zeile löschen. Gewählte Zeilen löschen, das ist das da. Willst du die wirklich löschen? ST, dann ist die nicht mehr da. Du wieder speichern. Und gang da auf das Frontend wieder, tun aktualisieren. Und dann ist er verschwunden. Das ist eigentlich die ganze Hexerei. Was wir da vielleicht noch nicht geregelt haben, wie wir denen sagen, die nicht Mitglied sind. Die könnte man eigentlich, wir haben da im Web reden wir ja
von Gönner und Mitglieder. Das heisst ja, wir können vielleicht noch Gönner sagen. Wobei warten wir noch kurz, bis wir da noch den Namen haben für den vierten Tab, für denen, die Naturalleistungen, Naturalunterstützung oder wie man dem will sagen. Okay, besten Dank.